Herzlich willkommen zurück zu The Order 18. Okay. Zu The Order 1886. Wir sind hier mitten in der Bratzel. Durchsage an alle. Bitte weisen Sie das Ostende der Westminster Bridge. Wir beobachten auf jeden Fall schweres Artilleriefeuer. Den geht's nicht mehr so gut. Geil, ich habe unendlich Schuss mit dem Ding gerade. Da. Oh oh. Oh schon. Die war ein bisschen sehr nah. Oh, Schande! Schande, ist hier viel los! Meine Fresse! Leute, ich bräuchte vielleicht ein bisschen Hilfe. Kurz einen Überblick verschaffen. Da brutzelt noch einer. Und da brutzelt noch einer. Da brutzelt noch welche. Und es geht weiter. Er rennt da weg. Geile Waffe. Jetzt geht's runter. Okay. Galahad, das ist ein direkter Befehl. Gib auf! Nein. Galahad, was tust du? Komm wieder zu dir und geh zum Palast zurück. In your face. Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Au. Wo ist sie? Wo? Alter. Sag's mir! Sag's mir! Whitechapel. Order. Wo ist Sir Galahad? Lady Grey. Autsch. Sir Galahad ist beim östlichen Ende der Brücke. Bleiben Sie an ihm dran, bis wir bei ihm sind. Alter, er hat ihm mal sowas von eine durchgewischt. Wow, 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 wow. Echt? Halt! Okay, das wird ein einsamer Feldzug gegen die Rebellen. Ah, die würde ich auch empfehlen zu gehen. Wirtschaft! Ein Drink! Ein Drink, verdammt nochmal! Das kann man jetzt Absinth. Aber auch durchaus. Absinth? Ugh, dieses Gesöff Absinth, das ist so übel. Ballert er sich jetzt die Hucke voll? Direkt vor einem Kampf? Das macht mal gar keinen Sinn. Ja, so ein Wirt, der weiß schon, wann er zu gehen hat. Zum Vergessen. Boah, dieses Absinthzeug, das ballert so übelst rein. Geil ist, dass die Farbe auch noch passt. Ich weiß gar nicht, gibt es Absinth auch in anderen Farben? Ich kenne ihn bisher nur in grün. Hm. Aber zum Betrinken ist das sicherlich das richtige Mittel. Aber irgendwie verstehe ich jetzt nicht ganz, irgendwas muss doch hier noch passieren. Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Weder noch. Ich habe nur auf dich gewartet. Und? Ich brauche Antworten. Antworten. Haben Sie deshalb meine Männer getötet? Der Tod folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste.
Na jetzt. Sie müssen entschuldigen. Ich habe mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich taub. Bei dem Riesenohr? Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Wer ist sie? Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Abnahatari Nechikaro. Devi. Wow, das Devi hätte man jetzt aber nicht übersetzen müssen. Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Hm, ist das ein Angebot? Nein, also ich glaube nicht. Sehr viel Story gerade. Hamekele Chordo. Hamekele Badkerenge. Blakoke kam Kelihejao. Akahukumrani. Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen Sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der allmächtigen Vereintes Indienkompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin. Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam. Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein. Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Tod, Ritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns, einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt ihre Geheimnisse, selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse? Ich habe keine Zeit für Spielchen. Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Besser wäre es so langsam, Maiten, liegen ne? Auf den Docks also, der Kompanie in der Blackwall Belt. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben recht. Um Ihretwillen. Ich bin mal gespannt. Also, mein Verdacht erhärtet sich, dass da was im Orden nicht stimmt. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall Belt. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Niemand Ihnen ist unschuldig. Das habe ich mir doch fast denken können. Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. So, wir kommen hier etwas auf die Schliche. Was? Wechseln Sie so schnell die Seiten? Nein. Der Orden wird in die Sache hineingezogen werden. Gut, für Sie sieht das jetzt so aus, als wären wir ein Kollaborateur. Was für ein geiles Wort. Kollaborateur.
Also das Babyschreien hätten wir aber auch verzichten können, ne? Ray. Ukraine. Was für ein Spiel spielst du? Zündet sie seine Sachen? Welche Überraschung? Das ist doch bestimmt ein Brief oder sowas. Oder nicht? Na, die Sachen halt. Das kann nicht sein. So, Mann, darf ich jetzt endlich mal weitermachen? Also, es ist ja wirklich echt ne? Extrem krass hier. Was ist das für eine Hose? Das sieht ja mega ulkig aus. Kann man das hier so angucken? Ne, kann ich nicht. Schade, ich kann hier nicht. Die Vorfahren der Halbblüter? Ein uraltes Volk in diesen unnatürlichen Zustand geboren. Nicht verwandelt wie die meisten. Sie sind nicht ausgestorben. Die Stützstruktur ist eingestürzt. Hier! Oh, wie ritterlich. Tja, so bin ich halt. Kapitel 9. Partner wider Willen. Die Vereintes Indien-Kompanie ist ihr Vertreter. Wenn Sie so sicher sind, zeigen Sie mir Beweise. Das Tunnelsystem dehnt sich aus. Schön. Hier ist nichts. Langweilig. Steht da. Strictly no stopping. Okay. Voll durchbrettern, wenn es geht. Wir also. Das bewegen können. Das denke ich doch auch mal, junge Dame. Ich bin soweit. Ich auch. Ab ins Dunkel, hä? Sehr dunkel hier. Bin mal gespannt, ob wir hier noch vom Zug überrascht werden. Oder sehr wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ja zumindest von einem Lykaner. Gegen den wir dann kämpfen müssen. Wir bloß haben alles Kraft. Hier lang. Okay. Da ist der Ausgang. Halt. Hier ist jemand. Was jetzt? Guck mal, den kann ich sogar anvisieren. Arbeite. Still. Gehen wir weiter. Okay. Wohin denn? Schnell, in Deckung. Sag's noch lauter, sonst hätt's keiner gehört. Ich war das nicht, ehrlich. Das hier ist Privatbesitz. Na, Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen... Hab mich in den Tunnel verirrt. Wer sind Sie? Ein besorgter Bürger in dieser höllischen Stadt, wie mir scheint. Dürfte ich wohl fragen, wo bin ich? Blackwall Werft, Vereintes Indien Docks. Oh, definitiv nicht, wo ich dachte. Tja, gehen Sie dahin zurück, wo Sie herkommen. Zurück durch die Tunnel? Wäre doch vielleicht einfacher, die Straße zu nehmen, finden Sie nicht? Hauen Sie ab, los! Keine Sorge, er ruht sich nur aus. Obwohl ihm sein Kopf wohl noch etwas wehtun wird. Das war ein ordentlicher Schwinger! Die junge Dame, die hat es ein bisschen drauf, ne? Muss man ihr lassen. Kein Wunder, dass da diese Rebellen uns so Ärger machen. Sehen Sie, da ist die Straße.
Ich sehe die Stadt baut das Flussufer aus. Windham, was? Ach, egal. Hier ist ein Weichenstellhebel für die Gleise. So nennt man das also, ein Weichenstellhebel. Welche haben sich jetzt verschoben? Ach, okay, das habe ich noch fast gedacht, dass wir jetzt hier das Ding schieben müssen. Helfen Sie mir mal. Das war eine gute Deckung, wenn man da rein will. Hallo? Bereit. Da sagt die mir einfach bereit, aber stellt sie nicht hin. Schön ist, wenn so Dinger mal rollen, dann geht das eigentlich relativ gut. Nur bis man sie ins Rollen bekommen hat. Immer wieder schlimm. Ach ja. So, ich bin mal echt gespannt, was wir hier dann finden werden. Die gute Frau hat ja gesagt, dass wir hier einige... dass es einige Geheimnisse gibt, von denen wir nichts wissen. Dieses vereinte Indien scheint da Geheimnisse zu haben. Okay, stopp. Von hier müssten wir raufklettern können. Gute Idee. Ist da eine? Es führt ein Weg hinüber. Jump and run. Haha. Da hat einen. Ja, sieht schon ein bisschen kaputt aus. Sind das diese Kanäle, die in London gebaut worden sind, anno dazu mal? So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Hier lang? Darüber? Kann sich vorstellen. Mensch, jetzt Kinder. Wie komme ich jetzt denn darüber? Hier lang? Nee, hier lang. Ach, Mann! Muss ich jetzt helfen, oder was? Nee. Dann vielleicht hier lang. Weiter. Gar nicht gesehen. Passen Sie gut auf. Klingt nach Zug. Da liegt was, aber das kann es nicht. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Geben Sie mir die Hand. Sie hat zu ihr Königin gesagt. Ist sie die Königin der Rebellen oder ist das die Königin der... Fragen über Fragen hier. Vereintes Indian Dogs. Black Wall. Na, dann gehen wir mal rein, ne? Ich schließe das Tor von innen auf. Hier, ich helfe Ihnen. Lalalalala. Schnell! Früher oder später kommt hier eine Patrouille vorbei. Nur noch einen Moment. Scharfschütze! Der hat wehgetan. So, und die Action geht los. Was jetzt, Ritter? Glauben Sie immer noch, dass wir niemanden töten sollen? In Deckung bleiben! Ich versuche, den Scharfschützen zu erreichen. Aber wie? Der ist da oben. Von hier aus? Ich glaube, ich muss hier hoch. Hier oben, auf dem Dach. Der Typ ist hinter dem Schornstein. Schlage ihn fest. Gib dir Deckung. Muss nachladen. So. Schon raus. Ich sehe ihn doch, komm schon.
Körper niemand getroffen. So, hier ist ja nichts. Ich dachte, hier wäre noch richtig was. Aber in dem Fall habe ich mich wohl geirrt. Ja, liebe Freunde, dann machen wir hier ein bisschen hier wunderbare Cliffhanger. Gucken wir mal, dass wir die gute Dame hier retten. Und dann sehen wir uns übermorgen zur nächsten Folge von The Order 1886. Ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen, hoffe, es hat Spaß gemacht. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.